2009 wird die Situation für die Radiofabrik ernst. Es drohen Kündigungen, die Infrastrukturen verfallen. Die erfolgreiche Arbeit kann so nicht fortgesetzt werden. Salzburg braucht die Radiofabrik. Die Radiofabrik braucht Salzburg. Das zweitgrößte, zweitvielfältigste und überhaupt zweitbeste Community-Radio der Welt macht eine harte Zeit durch. Fördergelder sind rar und um nicht auf der Straße zu landen, geht die Radiofabrik auf die Straße. Am 19. Februar stand das Tagesprogramm der Radiofabrik still. Stattdessen versammelte sich die Community auf dem Platzl in der Linzergasse und startete den Radiofabrik-Aktionstag. Ein Vorstoß in den öffentlichen Raum, um die Bürgerinnen und Bürger über die prekäre Lage der Radiofabrik aufzuklären und Unterschriften für die Petition zur Rettung der Radiofabrik zu sammeln. Sie haben eben für die Radiofabrik unterschrieben. Was bedeutet für Sie die Radiofabrik? Für mich bedeutet das, dass das etwas aus Salzburg ist und für Salzburg. Und ich denke, das sollte am Leben bleiben. Wir haben so viele große Einrichtungen, wo es um Zigtausende geht, um Hunderttausende, um Millionen von Subventionen. Da bin ich einfach der Meinung, dass die Radiofabrik als ganz wichtiges freies Radio deutlich höhere Subventionen braucht, damit man überleben kann und nicht ständig angewiesen ist darauf, irgendwelche EU-Projekte an Land zu ziehen, die ja auch immer sehr unsicher und sehr vage sind. Ich fordere die Politik des Landes Salzburg auf, die Existenz der Radiofabrik nach einem Stufenplan abzusichern. Trotz Eiseskälte brachten die Helferinnen und Helfer die Aktion beharrlich über die Bühne. Und so war die Petitionsliste am Ende des Tages wieder etwas länger. Der Aktionstag war aber wahrscheinlich nur einer von vielen noch folgenden, denn um die finanzielle Absicherung der Radiofabrik ist nach wie vor alles offen. Ein Leben ohne Radiofabrik, für einige Sendungsmacher unvorstellbar. Und wenn es die Radiofabrik nicht mehr geben würde, was würde dir dann fehlen? Ja, der linke Fuß von meinem Leben quasi. Also das wäre für mich ein Einschnitt vergleichbar mit einer Querschnittlähmung. Wenn auch dir die Radiofabrik wichtig ist, dann unterstütze sie mit deiner Unterschrift unter petition.radiofabrik.at.